Eine schwierige Aufgabe wartet auf den HCS 99 in der Regionalliga beim Spitzenreiter Uhlenhorst Mülheim, die bisher alle Partien gewonnen haben. Nur ein einziges Unentschieden mit dabei gegen den zweitplatzierten Düsseldorfer SC. Ansonsten marschiert die Uhlenhorster Bundesliga-Reserve hier bislang unangefochten durch die dritte Liga und dementsprechend natürlich eine Hammeraufgabe für den HCE, der allerdings schon ein sattes Punktekonto aufweisen kann nach dem schwachen Auftritt gegen Oelde zuletzt. 0:1 Heimniederlage, gab es dann einen Heimsieg gegen Schwarz-Weiß Köln, verstärkt mit zwei indischen Nationalspielern. Da konnte der HCE den dritten Saisonsieg einfahren, von daher sind sie längst in sicheren Gefilden und haben hier auch wenig Druck, diese Partie für sich zu entscheiden. So, das ist das Team vom HCE, von Spielertrainer Sebastian Henning in weißen Trikots. Da sehen wir auch Arndt Herzbruch, den kennen wir ja. Der coacht auch die Damen von ETUF Essen erfolgreich in der Bundesliga. Der Uhlenhorst in grün mit der ersten Offensivaktion. Philipp Rohrbach. Und da klingelt's direkt. 1:0 für die Uhlen. Ein klasse Tor. Durchgesetzt von David Müller in der Vorbereitung. Und dann Philipp Rohrbach, der ja auch zum Bundesliga-Kader gehört. Der passt ja wie am Schnürchen, genau unter die Latte gelegt. Ein klasse Treffer. Steffen Ross, der eine ganz starke Partie auf der rechten Seite machte, und Tim Schwarz. Und da haben wir Björn Raffelberg. Der setzt sich gegen zwei durch. Und da gibt es eine lange Ecke. Nur, muss man sagen, wahrscheinlich der Ball schon vorher im Aus, sonst hätte es hier auch kurz geben können. Nils Kraft mit diesem schönen Pass in die Sturmspitze und da sind zwei Leute frei. Aber soeben kommt da der Mülheimer David Müller noch vor. Das hätte sonst die Führung sein müssen eigentlich. Der Ausgleich natürlich sein müssen. Das 1:0 für Uhlenhorst ist ja längst gefallen. Da haben wir nochmal Arndt Herzbruch für Uhlenhorst Mülheim und ETUF Essen an der Seitenlinie aktiv. Marcel Rohrbach setzt sich da durch und ärgert sich über diesen Pfiff. Da hatte der Schiedsrichter Kleppi einen Schneeschieber erkannt. Sehr eigene Sicht der Dinge, aber der HCE wieder in die Defensive gedrängt. Otto von Bassewitz klärt jetzt hier, nachdem er Michael Gomez gehalten hat. Ja, da taucht er rechtzeitig ab und kann mit der Schulter parieren. Und Otto von Bassewitz räumt ab. Aber wir sehen wenig Offensivaktionen bislang. Stürmer Gniesmer schon mit in der Verteidigung. Ja, und obwohl viele Essener verteidigen, können sich die Uhlenhorster da bislang stets durchsetzen, die natürlich eine technisch sehr versierte Mannschaft, eine sehr junge allerdings auch, auf den Platz bringen. Kurze Ecke für Uhlenhorst, aber verstoppt. 25 Minuten rum, immer noch 1:0 für die Mülheimer. Und das ist Okan Sen. Und der setzt den Ball zum 2:0 in den Kasten. Türkischer Nationalspieler, keine Chance für Michael Gomez. Da hat er sich fein durchgesetzt. Und hier nochmal, da fehlt allerdings auch der direkte Gegenspieler. Libero Henning geht da raus, aber kann nicht mehr eingreifen. Aber schon vorher fehlt eben der Zweikampfgewinn im 1 gegen 1. Und weiterhin nur der HTC Uhlenhorst. Wieder Okan Sen, wieder argentinische Rückhand. Diesmal geht der Ball ans Außennetz. Und nochmal Okan Sen. Wieder argentinische Rückhand. Diesmal Pfosten. Benny Becker im Nachschuss. Und der setzt ihn rein.
3:0. Und da ist das Uhlenhorster Team einfach auch reaktionsschneller. So ein Rebound, der muss eigentlich der Defensivmannschaft gehören. Aber Becker ist vor Mross, vor Zulauf und Klein Herbers zur Stelle. 3:0. Und das alles noch in der ersten Halbzeit. Zwei Minuten noch zu spielen. In der ersten Halbzeit zeigt Schiri Hamann an. Ja, und dann dieses Stockfoul von Lefken an Sebastian Görgen. Hier sehen wir es. Berührt er wohl leicht den Schläger. Gabor-Zulauf. Welche Variante wird da jetzt gespielt? Und es geht über Tim Schwarz, der aufs Tor schlägt, aber an Tim Welsch scheitert. Und deshalb Pausenstand 3:0 für die zweite Mannschaft von Uhlenhorst Mülheim. Und das nicht ganz unverdient. Die hinterlassen hier durchaus den besseren Eindruck. Gut gefüllt auch der Nebenplatz am Uhlenhorst. Wurde ja nicht im Stadion gespielt, das ja Platz für 3.500 bis 4.000 Zuschauer bietet, sondern auf dem Trainingsplatz. Ja, und da wird gegen den HCE entschieden. Bisschen unglücklich, weil es war natürlich ein Fuß, aber Kleppi sagt, gefährlich hereingespielt. Auf der anderen Seite gibt es aber die Ecke für die Uhlenhorster. Hier setze ich Philipp Rohrbach durch gegen Sebastian Henning. Ja, und diese Ecke versucht da mit einem Voranzieher durchzukommen. Nachschuss sitzt nicht. Kontergelegenheit für Uhlenhorst. Orkan Sen. Wieder argentinische Rückhand. Das hat er ja schon gezeigt, dass er das kann. Aber so richtig wissen die Uhlenhorster das nicht zu verteidigen. Aber Michel Gomez macht eine gute Partie im Tor. Trotz drei Gegentore in der ersten Halbzeit. Keines ist ihm anzulassen. Schnell ausgeführter Freischlag. Aber Hinte schlägt am Ball vorbei. Doch da ist dann Benjamin Becker im Nachfassen zum 4:0. Ja, und Arndt Herzbruch natürlich ganz entspannt. Sein Team fährt das Ding hier locker ein. Jetzt mal eine Kontergelegenheit für den HCE. Schmal von Bassewitz. Genieß mal Schmal. Und dann ist von Bassewitz endlich am Ball. 4:1. Da haben sie die Überzahlsituation eiskalt ausgenutzt. Und immerhin der erste Treffer für den HCE. Auch eine sehr, sehr gut vorgetragene Kontersituation. Aber wir sind schon kurz vor Schluss. 64. Minute. Und dann dieses Stockfoul an Sebastian Henning. Und dann gibt es die gelbe Karte für Philipp Rohrbach. Ja, ein ganz nettes Duell. Wie so viele hier. Sebastian Henning hat ja selbst am Uhlenhorst aktiv erste Bundesliga gespielt. Und dann eben für dieses Nachschlagen kann man sicherlich auch die gelbe Karte geben. Wieder Gomez, der pariert. Doch hier ist die Defensive zur Stelle mit Christian Klein-Herbers. Aber wir sind schon in der Schlussphase. So, es geht über die rechte Seite und Steffen Ross. Und dann dieser Schlag erst von Tim Schwarz und der Rebound über Max Gniesmar. 4:2. Also schön ausgespielt. Die Überzahlsituation über die Außenbahn. Und damit immerhin das Ergebnis hier deutlich erträglicher gestaltet. Das 4:2 sieht doch deutlich besser aus
entspricht auch den Kräfteverhältnissen. Ein verdienter Sieg für Uhlenhorst Mülheim. Und der HCE muss seine weiteren Punkte gegen andere Teams holen. Hat aber ja, wie gesagt, schon ausreichend Zähler gesammelt, sodass es sehr, sehr gut aussieht nach dieser bislang starken Hinrunde für den HC Essen 99 und Spielertrainer Sebastian Henning. 9 Punkte auf dem Konto, vielleicht sogar etwas mehr, als sich die Verantwortlichen beim HCE erhofft hatten. Ja, kurz zum Spiel. Uhlenhorst gegen HCE. Wir haben sehr gut begonnen, fand ich gut. Ich war jetzt 2 Wochen nicht beim Training, weiß nicht, wie wir trainiert haben, aber sah alles sehr gut aus. Wir haben teilweise richtig gut gespielt, war überrascht. Und ich meine, ja, zweite Halbzeit sind wir ein bisschen eingebrochen, dann noch die gelbe Karte. Hat vielleicht ein bisschen die Luft gefehlt am Ende. 4-2, finde ich, geht die Höhe eigentlich schon in Ordnung. HCE hatte auch ein paar gute Chancen, aber im Großen und Ganzen fand ich auch für die Zuschauer ein ganz ansehnliches Spiel. Und ist eigentlich so mein Fazit. Also wir gehen als Herbstmeister, gehen in die Winterpause und versuchen jetzt letztes Spiel gegen Kahlenberg noch zu gewinnen. Als kleines Stadtduell ist immer sehr viel Brisanz drin und ich hoffe, dass wir dann auch weiter ungeschlagen bleiben. Wir haben phasenweise heute, fand ich, gut mitgespielt hier in Mülheim. Man muss aber ganz klar sagen, dass wir auch knallhart bestraft wurden. Die Fehler, die wir gemacht haben, die haben die Uhlenhorster auch blitzschnell einfach zu Chancen umgesetzt und im Endeffekt auch zu Toren. Und das war sicherlich der ganz große Unterschied dieser beiden Mannschaften. Mülheim hat da auf hohem Tempo sich die Chancen ganz schnell erarbeitet, aus ihren Chancen auch das Bestmögliche gemacht. Und bei uns haperte es ganz klar auch an der Chancenverwertung. Gerade in der ersten Halbzeit hatten wir zahlreiche Chancen, die man einfach hätte besser nutzen müssen. Das haben wir leider nicht getan. Deshalb ist das Ergebnis auch völlig in Ordnung und deshalb gewinnt Mülheim hier auch verdient mit 4-2.